Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. So, das versprochene Update von Castle Landscape. Ihr habt jetzt in dem kleinen Trailer schon mal gesehen, was es Neues gibt. Ich habe hier vorne diesen Bereich komplett dazu gewonnen. Also im Prinzip ein kleines Rechteck ist hier zugekommen. Die alte Grenze war ja hier, wo dieser Kampf stattfindet. Und von dem Baum hier an bis eben hier zur vorderen Kante, wo wieder ein Schiff einläuft, habe ich jetzt einiges an Gebäuden, was ich gebaut habe in den letzten Wochen und Monaten, jetzt mal hier mit versucht zu integrieren. Ja, ein bisschen Terraforming ist natürlich immer noch erforderlich und das sind jetzt teils noch Lücken, die noch nicht abgedeckt sind. Den Bereich kennt ihr schon. Ich habe jetzt hier mal diese Wikingerhütte einfach so draufgesetzt. Muss ich mal gucken, ob das so bleibt. Auf jeden Fall passt es da erstmal prinzipiell hin. Und dann bin ich hier hergegangen und habe vor die Kirche nochmal dieses Gebäude gesetzt, so ein bisschen versetzt. Und hier seht ihr, ist auch noch frei diese Brücke, die von diesem Teich dann nochmal abgeht, mit einem kleinen Bachlauf. Da muss auch noch einiges ausgestaltet werden. Das sind alles Dinge, die natürlich noch passieren müssen. Diese kleine Hütte, weil sie eben auch nicht so schwer ist, die habe ich jetzt hier vorne einfach mal drauf platziert. Hier fehlt auch noch komplett der Unterbau, also sprich Landschaftsgestaltung, denn schwarz soll der Untergrund hier nicht bleiben. Ja, machen wir nochmal einen Schwenk für alle, die es vielleicht noch nicht so im Kompletten gesehen haben. Die Mottbrixburg, hier hinten auch nochmal die Zufahrt zum Meer und hier auch ein Schiff, ein Leuchtturm, dann hier das obere Bergmassiv, auch alles komplett bebaut. Ihr seht, es ist eng bebaut, es bräuchte eigentlich noch viel mehr Fläche, denn ich habe noch zwei, drei Gebäude auch so schon stehen und ja, hier vorne haben wir nochmal den Marktplatz mit geschäftigem Treiben. Der Turnierplatz. Dann hier das Stadttor. Dann die zentrale Creatorburg von Lego, die ich hier erweitert habe. Weitere Burgen in dem Stil. Ja, die Schwarze Burg. Die rote, selbstdesignte Burg. Also ich habe jetzt diesen Neubau und diese Ruine zum Beispiel. Da fehlt mir jetzt der Platz. Die fallen mir gerade so ein. Die müsste ich hier auch noch irgendwo integrieren. Aber ja, wie ihr seht, da ist eigentlich gar kein Platz mehr für da. Weil wenn man jetzt hier diesen Platz nimmt, könnte man theoretisch noch ein kleines Gebäude bauen. Also sowas in der Größenordnung, da muss ich halt nochmal schauen, dass ich da nochmal selbst was designe mit meinen bescheidenen Fähigkeiten. Und ansonsten ist halt Bauplatz hier rar. Gut, jetzt sind natürlich hier so ein paar recht große Bäume auch, aber auch die braucht es ja mal in so einer Landschaft. Von daher ist das einfach so, dass diese Plätze erstmal vorbelegt sind. Hier vor ist auch noch ein bisschen Platz. Da könnte man theoretisch natürlich so ein ganz kleines Hütchen oder so noch mit dazu setzen. Hier ist auch noch ein bisschen Platz, aber das müssten halt dann entsprechend kleine Gebäude sein. Und gut, da muss ich einfach jetzt mal schauen, dass ich da vielleicht einfach noch mal was dazu kreiere. Das ist im Prinzip erstmal so der Stand. Ihr bekommt hier einen ganz schönen Schwenk nochmal über alles drüber. Ich hoffe, es wird euch nicht schwindelig. Und dann würde ich sagen, soll es das für heute damit auch erstmal gewesen sein. Ich danke euch für einen Kommentar, Like und lasst gerne mal ein Abo da. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr, wie es dann hier mit Castle Landscape weitergeht. Würde mich sehr freuen. Okay, bis bald. Ciao, ciao.